Stimmt, das war ja das Bild, was wir in dem Fotoalbum hatten, was uns dann auf einmal angeguckt hat. Okay. Wenigstens kann ich mich daran rollen. Nein, das wollte ich nicht. Ich wollte... Hallo? Wo? Ach, da. Na. Ich muss mir das halt echt mit dem Vierer theoretisch mal abgewöhnen. Warum gehst du so komisch? Guten Tag. Okay, jetzt gehst du wenigstens wieder normal. Ich würde halt zu gern wissen, was die Zeichen da oben zu bedeuten haben. Also seine Lebensenergie ist das ja nicht. Also gut, bei dem weiß ich halt nicht, ob ich das überhaupt ausgerüstet habe. Oh, warte. Na toll. Fliegen die noch rum? Ja, die fliegen noch rum. Ja, latsch noch in der Wand rein, dass ich dich ja nicht erwischen kann, weißt du? So. Hast du ja aber geschnitten, mein Freund. Ja, 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 ja. Hast du ganz gewaltig geschnitten. Sag mal, kann das sein, dass ich immer noch durch Nest bin? Vielleicht liegt es daran, dass die jetzt so häufig kommen. Warte mal ganz kurz. Das habe ich nämlich gar nicht mehr auf dem Schirm gehabt. Aber klar, wir sind ja unten im Wasser rumgelatscht. Da wird das schon Sinn. Oh, haben wir endlich mal eine neue Linse? Ach nein, das ist Glut. Ja, toll. Zu früh gefreut. Hä? Okay, gut, ja, aber nein. Kann ich hier nicht? Das wollte ich machen. Okay. Der Herr geht da lang weiter. Wir gehen uns auch gleich mal hin. Der Schrein. So, zwei Gedenktafeln und eine Buddha-Statue wurden auf dem Altar platziert. Das ist wundervoll. Kamen wir von hier? Ich bin... Okay, mächtige... Ja, okay, okay. Ich wollte gerade sagen, kamen wir nicht von hier? Ach, stimmt ja. Wir wollten ja eigentlich in den zweiten Stock. Faszinierter. Ich würde einfach... Das Foto, es lächelt. Was? Ich würde mal stark davon ausgehen, wenn wir irgendwann hochkommen, dass wir dann doch wirklich unsere... Naja, Madame. Grande Madame der Finsternis treffen. Vier... Ja, toll. Naja. Gib mir doch lieber 60er, damit ich alles mit 60er machen kann. Obwohl ich da manchmal das Gefühl habe, dass das nicht so wirklich viel bringt. Ah. Kann das sein, dass ich die zweite Notiz nicht gefunden habe? Die Leichenfotografie wurde auch hier zum Phänomen, nachdem die Kamera aus dem Westen hier rübergekommen ist. Als Fotografie noch seltener war, halfen Bilder von Verstorbenen den überlebenden Familienmitgliedern dabei, mit ihrer Trauer zurechtzukommen. Für die Leichenfotos, die es noch immer in Japan gibt, wurden zwar die Methoden ihrer westlichen Gegenstücke verwendet, jedoch war deren Bedeutung eine andere. Vor allem die Fotos der Region des Hikami-Bergs scheinen eine gewisse melancholische Schönheit auszustrahlen. Ich glaube, dass dieses Foto von einem Wissenschaftler namens Kunihiko Aso gemacht wurde. Warte mal, den kennen wir aber aus dem letzten Teil, oder? Ah nee, da war noch ein U hinten dran. Hinten dran, Entschuldigung. Ich habe auch Bilder aus anderen Regionen untersucht und wie es scheint, ist er der Urheber der meisten dieser Bilder. Seinen Forschungen zufolge wollte er mit der Fotografie die Seelen einfangen. Nachdem ich mir diesen seltsamen und mitreißenden Werke aus erster Hand ansehen durfte, bin ich zu dem Entschluss gekommen, dass er wohl erfolgreich war. Einer meiner alten Freunde nannte Kameras einsame Kisten. Ob er nun meinte, dass das Modell durch den Blick im Sucher in einer dunklen Kiste allein gefangen ist oder ob man sich selbst allein fühlt, wenn man durch die Finsternis des Suchers blickt, ist mir nicht bekannt. Auf jeden Fall finde ich, dass diese Worte eine gewisse Resonanz haben. Okay. Okay, er ist dadurch. Achso, wir sind ja gerade... Wir sind ja gerade eben erst die Treppe hier auch. Immer wieder eine wundervolle Bibliothek. Ich habe aber trotzdem das...
Ist dieses Bild? Okay, ich muss das erstmal nehmen, was der Alte sagt. Nummer 4. Wo ist denn Nummer 2? Warte. Das ich. Okay, da kam ich schon weiter. Die Gewässer auf dem Berg sind wunderschön. Eine riesige Wassermasse entspringt dem See auf dem Gipfel, wodurch Flüsse, Wasserfälle und auch die dichten Nebel, der den gesamten Berg umhüllt, entstehen. Das Wasser bedeckt alles. Es ist die Quelle der unumstrittenen Anmut und die geheimnisvolle Aura des Berges. Lokale Tradition zufolge ist der Hikami-Berg ein Ort, an dem man sich in einem angemessenen Tod stürzen kann. Da er schon seit langem als spiritueller Ort geschätzt und zudem angebetet wird, bietet er genau das richtige Reiseziel hier für diejenigen, die den Tod suchen. Die Sekte auf dem Hikami-Berg lehrte, dass man während des Todes ins Wasser zurückkehrt. Hier auf dem Berg glaubt man, dass das Wasser die Quelle der Seele ist. So kehrt die Seele einer Person beim Tod ins Wasser zurück, anstatt ins Leben nach dem Tod aufzusteigen. Diejenigen, die zum Sterben bereit waren, versammelten sich auf dem Berg und ließen ihre Leben zurück ins Wasser fließen. Das Wasser bindet, verbindet alles. Wenn ich mir diese Landschaft ansehe, kann ich verstehen, warum diese Gegend zu einem spirituellen Ort geworden ist, der sich dafür eignet, sich von der Welt zu verabschieden. Ich bin froh, dass ich hierher gekommen bin. Die Leute auf dem Berg schmachten nach dem Tod. Sie haben eine Sehnsucht nach dem Wasser und der Natur. Das Leben und der Tod sind beide mit dem Wasser verbunden. Was mich die ganze Zeit beim Lesen ein bisschen irritiert hat, vielleicht habt ihr das ja auch gesehen, das glaube ich von unserem Kumpel oder von unserer Freundin, wie auch immer, die Hand ab und zu mal ins Bild gehuscht ist. Oh, diese ist Kassette. Hatten wir uns die andere eigentlich schon angehört? Ich weiß, hier war. Nee, war doch nichts gewesen. Wir hatten doch schon mal eine Kassette gefunden, aber hatte ich die mir angehört? Gehörte das hierhin? Ich bin mir ehrlich gesagt nicht ganz sicher. Ich meine, wir haben jetzt zig Bücher. Oder Tagebücher oder was auch immer alles gefunden. Warte. Aufnahme des Kunden. Hatten wir das? Also draufgeklickt habe ich anscheinend. Aber Kijis Kassette 2. Wir haben nicht mal Kassette 1. Gut, macht Sinn. Hatten wir das? Eine Kassette, die ich sogar versteckt hatte. Die sprach auch nochmal des Telefonats mit einem Kunden. Ich glaube, die hatten wir nicht, ne? Auch wenn da nicht neu steht, aber... Vielleicht, weil es aus einem anderen Kapitel ist, aber ich glaube, den Screen hatten wir noch gar nicht. Wo, jetzt wird zurückgespult, oder hatten wir das doch?
Okay. Hatten wir aber, glaube ich, wirklich noch nicht. Ich habe aber das Gefühl, dass es halt um uns geht. Also nicht mit Rent. Rennen spielen wir durch. Sondern mit. Ich kann mir den fucking Namen einfach nicht merken. Tut mir echt leid. Okay, erstmal weiter jetzt im Haus. Ich glaube, ich hätte ihn noch fotografieren können, weil er sich ja hier noch so schön unterhalten hat. Hätte einfach bloß mal um die Ecke gehen sollen, oder? Nur. Hä? Hat das Gebäude wieder verlassen? Warte mal, geht der jetzt nach. Okay, jetzt guckt er nach links. Ach, da ist er ja. Ich wollte gerade sagen. In Gedanken versunken. Komisch, so ist er vorhin auch. Ach! So ist er vorhin, wollte ich gerade sagen, auch rumgelatscht, aber nee, scheint nicht ganz so zu sein. Vielleicht finde ich ja auch nochmal Aufzeichnung des Volksrundlers 2. Die fehlt mir nämlich noch. Ach so, ja, ich muss ja gedrückt halten. Ja. Ja, nee, ist okay, Mann, hier. Entschuldigung. Tada. So, ich sah den Umriss einer Priesterin im Nebel, der den Berg umhüllt. Sehr bedächtig begab sie sich auf den Berg. Etwas an ihr wirkte irgendwie unnatürlich. Man erzählte mir, dass es jetzt keine Priesterin mehr auf dem Berg gäbe. Vor langer Zeit wurden unzählige Priesterinnen hier umgebracht. Vielleicht sind sie ins Wasser zurückgekehrt. Könnte das bedeuten, dass sie im Nebel gefangen sind? Möglich. Aber ich habe noch eher das Gefühl, dass das von einer oberen Instanz, also von einer einzelnen Person geleitet wird. Die war ja auch schon bei, naja, dem eigentlichen Bräutigam kurz darauf nebenan gesehen haben, ne? Von wegen so, würdest du mit mir sterben, so, ne? Und Nummer 5. Vor langer Zeit soll es in dieser Gegend Rituale mit Menschenopfern gegeben haben. Anstatt die Leute bei ihrem Tod dem Wasser zurückzugeben, legte man sogenannte Stützen lebendig in spezielle Reliquiaren und versenkte diese dann im Wasser. Die Priesterinnen waren dazu auserkoren, zu solchen Stützen zu werden. Sie nahmen die Erinnerungen der Sterbenden in sich auf und kehrten danach selbst ins Wasser zurück. Man glaubte, dass diese Priesterinnen dann als Stützen weiterleben würden. In Japan gab es einst eine Sekte buddhistischer Mönche, die sich lebendig in Kisten begraben ließ, um Erleuchtung zu finden. Diese Mönche läuteten Glocken und sangen, um zu zeigen, dass sie noch immer am Leben waren. Dieser Brauch könnte durchaus damit verbunden sein. Wen oder was wollten die Priesterinnen, die freiwillig zu Stützen wurden, bloß besänftigen, und wer war es, den sie fürchteten? Ja, diesen einen Typi, der dann durchgedreht hat, der wird es, glaube ich, eher nicht sein, oder? Obwohl der da auch viele umgebracht hat. Also von den Priesterinnen, meine ich. Es existieren unzählige Geschichten und Mythen, die den Ort des Lebens nach dem Tod auch als Jenseits bekannt preisgeben. Einige Erzählungen behaupten, er liegt über den Bergen oder am Ende des Meeres. Andere wiederum sagen, man kann ihn unter der Erde finden. Hier auf dem Berg ist man davon überzeugt, dass das Jenseits sich im Wasser befindet, wodurch ein enger Zusammenhang zwischen Wasser und Tod angenommen wird. Die Stützen in den Reliquiaren, ich hoffe, ich spreche das richtig aus, waren zwar an einem Ort des Todes, doch lebten sie weiter. Vielleicht waren es diese besonderen Reliquiare, wegen denen sie dem Tod entkommen und auf ewig weiterleben konnten. Man dachte, die Bewahrung dieser Stützen würde es ermöglichen, das Leben derer, die dem Tod nahe waren, zu verlängern. Ah. Man glaubt wohl, dass eine gewisse Todesnähe eine Widerstandsfähigkeit machen würde. Oh. Da war die erste Kassette. Okay, wir. Was? Was denn? Ja, ich höre ihn brabbeln, aber. Okay. Doch ist bei Sammlung gewesen, ne? Oh, halt. Kassette 1 da.
Okay, cool. Ja, besänftigen. Die Mutter Oberin vielleicht, die wir ja schon gesehen haben. Ach so, warte mal, da fällt mir gerade ein. Bin ich mir halt nicht so sicher, ne? Aber ist das dann wieder so ein böser Geist oder so, dass wenn er nicht besänftigt wird oder er oder sie keine Opfer bekommt, dass sie dann die komplette Welt ins Verderben stürzt? Ist das so eine Geschichte? Hä? Ach lol, hier hinten geht's noch lang. Das ist gut, das hätte ich jetzt nicht hier sehen. Ich sollte vielleicht das einfach mal öfters verwenden. Wo es eigentlich immer geht. Da, hallo? Kann ich mal den Film aufheben? Huhu. Alter, wir sind... Da liegt ein Film, Mann. Du wirst den doch wohl... Junge, gerade mit dir brauche ich den. Ja, ist zwar nur ein 14er, ist aber egal. Wir müssen aber eigentlich langsam an der Stelle sein, wo wir nach... oben kommen. Die Leiter führt zum Dachboden, genau wie im letzten Teil des Videos. Naja, dann go da. Ach so. Was zum? Der Geist hat ein Notizbuch zurückgelassen, als er verschwand. Ich wollte eigentlich gerade sagen, okay, wenn... Es ist ja nicht wirklich was passiert, man hat ihn ja lange vorher gesehen. Aber wenn sie schlau gewesen wären... Weil man denkt eigentlich davon, dass jetzt ein Jumpscare kommt. Ne? Der kam zwar jetzt auch nicht, aber ne, ich weiß nicht, ob ich den Krieger da hinten gepackt hätte. So, Nummer 6. Und ich glaube auch nicht, dass der Typ hier unser Volkskundler ist, ne? Der Hikami-Berg wurde als Todesberg angebetet und zugleich auch gefürchtet. Hier waren nur Menschen erlaubt, die sich nach dem Tod sehnten. Besucher durften den Berg nie wieder verlassen. Der ist für Touristen ein bisschen kacke, oder? War das nicht mal auch ein Touristenort, so eine Zeit lang? Der Weg zum Berg führte durch den Hain des Schreins am Fuße des Berges, in dem Priesterinnen nur den Sterbenden den Zutritt gewährten. Dieser Schrein wurde in einen Gasthof umgebaut, dessen Besitzer mir gütigerweise Aufzeichnungen aus dieser Zeit zur Verfügung stellte. Die Aufzeichnungen vom letzten aktiven Jahr des Schreins erwähnten eine Person, die es schaffte, den Berg lebendig zu verlassen. Kuniyoko Azu. Nachdem er seine Leichtfotos gemacht hatte, wurde er dem Anschein nach auf den Berg eingeladen, um die Priesterin zu fotografieren. Ich habe gehört, dass seine Jenseitsforschung es ihm ermöglichte, eine spezielle Kamera zu entwickeln. Oder war das doch der, den wir aus dem vierten Teil gelesen haben? Aber ich möchte sagen, Azu hieß der da, nicht Azu. Vielleicht bloß einen Buchstaben vergessen, aber das... Er wurde halt da im vierten Teil, also im letzten Teil halt auch dargestellt als derjenige, der die Kamera so entwickelt hat, wie sie dann funktionstüchtig, sage ich mal, war. Deswegen, das würde schon passen. Wenn ich diese Fotos, der Priesterin zu Gesicht bekommen würde, dann wäre ich einen Schritt näher daran, das Geheimnis des Hikami-Berges zu lüften. Als man ihn auf den Berg einlud, wurde er anscheinend in ein sehr exklusives Haus eingeladen. Diese Ehre gebührt nur wenige. Wenn man mich auf den Berg einladen würde, könnte ich dann auch an diesen Ort gelangen? Das würde ich mir von ganzem Herzen wünschen. Der Typ hat halt echt scheiße Todessehnsucht, ne? Kuniyoko Azu. Hatte Dr. Azu etwas damit zu tun? Möglich. Vielleicht ist er danach dann wieder dahin zurückgekehrt und nie zurückgekommen, aber er durfte da wirklich auch leben, ne? Also... Im Raum sammelt sich Nebel, das ist kein gutes Zeichen. Ich verschwinde besser so schnell wie ich kann. Ja, dann go. Achso, ich muss selber gehen. Aber hochgehen kann ich nicht. Ich habe aber so ein bisschen die Befürchtung, wir werden hier nicht einfach so rausspazieren. Eine gewisse Madame hat uns ja eigentlich mehr oder weniger her beordert. Dieser Kamera schwenkt zwischendurch, wenn es mal schneller gehen soll. Ne? Oh, hier ist keine Tür. Bisschen ungeil. Auch wenn sie uns vielleicht noch nicht umbringt, aber ich denke mal, wir werden sie sehen. Die Sache ist, er ist, glaube ich, aber auch nicht unbedingt der...
Ist mir vorher noch gar nicht aufgefallen. Und der Schlüssel zum Geheimnis, sondern eher unsere Freundin. Mächtige Zelle, die Tür verschlossen. Also komme ich jetzt gar nicht raus. Kamera! Ich wollte gerade sagen, ich hätte gern die Kamera. Ich wollte gerade sagen, ich stehe nicht wieder im Weg rum. Da ich mal davon ausgehe, dass der ein bisschen stärker vielleicht ist. Ich will ja halt eigentlich immer warten, ne? Oh toll, jetzt geht die Treppe hoch. Warte, 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 ich muss ein bisschen weiter zurück. Warte, warte, nein, nicht durch die Treppe, mein Freund. Der ist hinter uns, oder? Nee, eigentlich nicht. So, ich wollte gerade sagen. Ja, ja. Yeah. Warte. Ich hoffe, es lädt schnell genug auf. Komm. Jetzt lad doch auf, Mann. Ja. Haben wir dich jetzt? Nö. Du lad, und da liegt man. Ist doch wahr. Ich wollte es mal ein bisschen schneller machen, deswegen habe ich auch den anderen Film eingelegt. In der Hoffnung, dass das keine verschwendete Zeit war. Oh, wir können wieder gucken. Inside this house. I must hurry. You came for me. Will you end yourself with me? After all this time. Kann es manchmal sein, dass dieses Bild, was wir halt gesehen hatten, also vielleicht sind wir doch irgendwie ein bisschen Schlüssel zur Lösung, dass sie das in jungen Jahren irgendwie war? Vielleicht, also dass das die Priesterin war, wo sich der eine Typ da in die verliebt hat und die dann kalt gemacht hat, also die ihn abgewiesen hat und daraufhin, ne? Okay, Nummer 7. Auf dem Weg zum Gipfel fand ich ein Foto auf einem schmalen Pfad mit Spinnengenielen. Spinellen habe ich da gerade gelesen. Spinnenlilien. Der Pfad schien in den Wald zu führen, aber er ist überwachsen und nicht mehr begehbar. Könnte das der Ausweg zu dem Anwesen sein, das nur eingeladene Gäste finden können? Das Bild unterscheidet sich von allen anderen Leichtfotos. Ich kann es nur als wunderschön bezeichnen. Es strahlt eine Anmut und eine Traurigkeit aus, die ich in Leichtfotos bisher noch nie gesehen hatte. War sie am Leben? Sobald ich Zeugen ihrer Schönheit wurde, war ich von ihr gebannt. Das Foto schien mir etwas zuflüstern zu wollen, etwas von Liebe. Es waren die Worte eines Fluches, Liebe nach dem Tod. Ich muss zu diesem Ort gehen. Mein Herz war wie gefesselt. Und noch eine Kassette. War das eine von Kiji Watarais Erinnerung? Wahrscheinlich. Ich muss von hier verschwinden. Wir müssen aber insbesondere erst einmal, ne, bevor ich vergesse das jetzt wieder. Ich hätte es vielleicht andersrum machen sollen, sorry. Erstmal die Kassette anhören. Suicide.
Toll, da freut man sich doch voll auf die Hochzeit. Ne? Okay, ich hoffe, ich gehe jetzt hier richtig. An sich müsste es das gewesen sein. Wir gehen einfach nach außen, das ist gut. Obwohl, das müsste jetzt weg sein, ne? Oder bin ich... Nee, hä? Warte mal, muss ich auf der anderen Seite raus? Ich dachte ja, das war die Vordertür. Also, ne, der Weg zur Vordertür. Okay, ich probier's mal auf der anderen Seite. Ach, was willst du denn, Mann? Na super, ich wollte auch bloß gehen, Mensch. Warum komme ich jetzt hier nicht weiter? Natürlich. Ich kann mich halt nicht so schnell, ne? Nein, 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 nicht. Oh, warte. Ach Mann, das war gerade perfekt. Wieder bis zwei. Hä? What the f... Ich würde sagen, verarsch mich. Mann, wo ist der Typ? Nun komm noch mal. Warum sehe ich ihn nicht mehr? Hallo? Warte, warum müssen die jetzt auf einmal unsichtbar, Mann? Du Penner. Lad auf! Ja, das hast du sehr schön gemacht. Das hast du wunderschön gemacht mit deiner Fackel. Na toll. Alter, really? Ah, ach so, so kriege ich ihn wieder. Ich muss halt die ganze Zeit rumwandern. Aua. Aua. Okay, warte. Ich weiß, die Kämpfe sind nicht besonders spannend bei mir. Ich finde sie selber auch nicht besonders spannend. Ich weiß, es zum Vergleich zu den anderen Teil fehlt mir halt irgendwie was. Nein. Oh, warte mal. Vielleicht sollte man... Ist bei dem halt schwierig abschätzen. Toll, jetzt hätte ich einen Viererschuss machen sollen. Aber so lädt es halt. Obwohl muss ich. Nee, ja. Ja, klar, jetzt kannst du auf einmal durchrennen, du Arschloch. Shit. Nein. Hör auf, deine Kamera jedes Mal wegzupacken, Mann. Komm. Och, na toll. Ey, ich verstehe es halt manchmal echt nicht. Jetzt habe ich extra den 90er Film rausgekribbelt. Wisst ihr? Nein. Aber ich habe das Gefühl, der bringt mir halt nicht so wirklich viel. Also ist dann oh, fuck. Egal, was für ein Dings ich nehme. Nein! Bin ich tot? Oh Gott, ich habe gar nicht mehr auf meine Dings geachtet. Hä? Auf an dem Dings da, an meinem Kumpel oder Freundin oder wie auch immer. Okay, das war ein bisschen creepy, dass da gerade was von der Seite irgendwie kam. Pack mal weg und renne! Renn, Mann! Was machst du? Oh, du Plätt...
Manchmal regt er mich echt auf. So, Kaklut nutze ich ja eh nie. Außerdem, ganz ehrlich, bei den anderen Teilen hast du wirklich halt gemerkt, die Auswirkungen der Filme, die du gerade hast. Weil ich wäre davon ausgegangen, dass die mir Punkte abziehen. Was? Jetzt ist der weg, oder was? Also, ohne das... Habe ich den geschafft? Ich glaube nicht, ne? Ja, also, das habe ich bei dem Teil halt gar nicht. Bei dem anderen war das echt besonders... shit, wo komme ich jetzt nochmal raus? War das einfach nur hier? Ja, ne? Oh, nee. Warte mal, mach mal den. Warte, nein, Karte, Mann. Okay, nee, ich muss auf die andere Seite, sonst komme ich hier nicht raus. Ja, da hast du auch an den Punkten gesehen, zumindest, es war ja immer so gewesen, dass du dann Punkte abziehen konntest und so. Da hast du aber wenigstens immer gesehen, dass das was gebracht hat. Ja. Dass es mehr bringt, dass du mehr Punkte abziehst, das... Oh. Oh, oh. Oh, 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 oh. Wenn ich mal hier gucke, guck mal, ich tue ja viel mehr Dings abziehen. Also, oder mindestens genauso viel. Mit einem einfachen Foto, ob ich nur Typ 7 nehme oder Typ 90. Okay, bei Typ 7 ist vielleicht ein bisschen übertrieben gewesen, aber na, dennoch. Ich kann ja jetzt nochmal Typ 90 nehmen. Das lädt auf. Oh, ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, ob die jetzt weg ist. Naja, nicht wirklich. Hä, wo? Oh nein, das ist nicht... Hallo, darf ich mich wenigstens mal umdrehen, Mann? Wo bist du, Kackviech? Ja, bleib mal so. Na toll. Na, egal. Also ich hoffe, egal. Jura, wunderschön, aber komm mir nicht zu nahe, Mann. Gehen Sie mal weg. Ey, komm, das hat immer geblinkt. Ich habe im richtigen Moment abgedrückt. Das kannst du mir nicht erzählen. Lalalala. Na. Okay, ich wollte gerade sagen, ich weiß, ob es noch nicht weg. Und dass die auf einmal hinter einen sein muss. Oh. Leute, das wird ja schon wieder so eine kacklange Folge. Sorry. Läuft halt irgendwie nicht. Und ich wollte halt auch bloß eine Stunde aufnehmen. Da sind wir jetzt schon locker drüber. Ah! Wenn du jetzt so eine Geräusche machst, dann sag mir bitte, dass du wenigstens weg bist. Na toll. Hallo, lass mich doch mal aufstehen, Mann! Toll, ich hab voll deinen Bauch fotografiert. Ich hoffe, du bist glücklich.
Hört sich das an, als ob da wieder noch eine ist. Na, warum, Alter, jedes Mal? Warum habe ich denn das jetzt erst ausgelöst? Aua, aua, aua. Ich krieg die Motten hier. Endlich. Darf ich jetzt hier raus? War das überhaupt jetzt die Tür, wo wir rauskommen? Ja, bitte. Okay, bloß noch zurück und dann... Ich glaube, das ist schon wieder fast eine 40-Minuten-Folge. Thank you.